Aus dem Alltag sind sie kaum noch wegzudenken. Jetzt setzen Tablet-Computer und Smartphones ihren Siegeszug auch in der Kunstszene fort. Das Louisiana Museum in Homblik bei Kopenhagen zeigt von heute an 120 Kunstwerke des Pop-Art-Künstlers David Hockney. Entstanden sind Porträts, Stillleben und Landschaften. Sie erstrahlen in abgedunkelten Räumen des Louisiana Museums. David Hockneys Zeichnungen, scheinbar flüchtig hingeworfene Striche und Kleckse, werden zu Landschaften, Blumen oder Porträts. Ganz ohne Pinsel und Farbe. Es sind digitale Zeichnungen, die entstanden sind. Absolut fein. Wirklich sehr schön und sehr bunt, sagt sie. Ja, das finde ich auch, meint sie. Und? Na klar, das ist echte Kunst. Der gefeierte Pop-Art-Künstler David Hockney hat erst vor 3 Jahren seine Leidenschaft fürs Zeichnen auf Displays entdeckt. Das sei so schön unkompliziert, verrät der 73-Jährige. Man vermisst zwar ein wenig Papier und Leinwand, aber man gewinnt auch interessante Möglichkeiten. Und so sieht es aus, wenn der Künstler arbeitet. Rund 400 Bilder hat Hockney mit einem einfachen Malprogramm geschaffen. Und er meint, er hätte selbst nie gedacht, dass ein Telefon das Zeichnen wieder aufleben lässt. Die Ausstellung läuft bis Ende August. Hockney will noch neue Bilder per E-Mail direkt an diese Museums-iPads schicken.